was bisher geschah. Schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Ein Autohaus? Koreanische Mafia. Nein, aber ich habe einen Insider. Boomer. Das ist Kangs Autohaus. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorsleuten. Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Ich bring das Zeug hier raus. Raus da! Scheiße! Kriegen wir ein Update oder was? Ich soll also echt den ganzen Hightech-Kram erklären, den ich hier gerade mache? Nein. Okay, hier ist was. Was denn? Party-Einladung für Kang. Nette Empfängerliste. Für viele von denen habe ich schon gearbeitet. Die Partys in Mount Olympus. Ist das ein Code? Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Stadtteil. Und die Party ist um Mitternacht. Ich sehe mir das mit Kai an. Bist du dabei? Ah, ich bin nicht so die Partymaus, aber... Klar. Sexy. Das Ding geht gleich hoch. Wo hast du das eigentlich her? Von Boomer. Der hat schon mit Bankräubern zusammengearbeitet. Und damit willkommen. Wir müssen irgendwie rein. Aber nicht durch die Eingangstür. Wenn wir reingehen, müssen wir leise sein. Naja, relativ leise. Ja, okay. Wem gehört das Haus? Wir machen. Neil Rock, Mega-Arschloch, steht auf Knarren und Drogen. Und interessiert daran, Dors Privatpolizei zu finanzieren. Okay, gib mir den Like jetzt. Ja, alles Beste. Also mir rein irgendwo, hallo? Los, rein da. Das hier dabei. Auf Alarm brauchst du nicht achten, der Strom ist aus. Das sind die Notlampen, der Strom ist immer noch weg. Glaub mir, der Boomer ist ein Fachmann. Na, wo soll ich denn rein? Ist so alles zu. Ah, hier. Hab gefunden. Sesam, öffne dich. Hallo. Also gut. Jetzt brauchen wir einen Ort für die Wanze. Boomer sagte, eine Menge Ganoven kämen zu dem Meeting. Auhe. Sicher ein Konferenzraum. Kai, hier lang. Kommt es dir auch so vor, als wäre es hier ein bisschen zu ruhig? Solange keiner auf mich schießt. Könnt ihr irgendwas machen? Könnt ihr irgendwas machen? Ich konnte irgendwas machen. Da. Handabdruck. Wo gehen wir jetzt am besten lang? Moment, hier geht's lang. Hier geht's. Ah, hier geht's weiter. Wusste ich natürlich, ne? Was für ein Arschloch lebt in so einer Bude? Boah, die ist echt cool, Alter. Aha. Da oben. Ein reiches Hollywood-Arschloch. Drecksbude. Dreckspanorama. Ich mag die Hütte, ja. So dreckig ist die gar nicht. Weitermachst, geht alles schief. Nee, ich war nur ein bisschen undekoriert. Hör auf damit. Oh. Ich dachte, ich darf Sachen kaputt machen. Och, Mano. Na gut, dann machen wir halt nichts kaputt, Spießer, Alter. Du darfst nichts machen, du bist ein Arschloch. Aber nicht durch die Eingangstür. Wenn wir reingehen, müssen wir leise sein. Ja, ja, ist okay. Wem gehört das Haus? Neil Rock, Mega-Arschloch, steht auf Knarren und Drogen. Mach mal hier, ich will jetzt hier rein. Daran, das Privatpolizei zu finanzieren. Vermutlich ja. Alles bestens bewacht, also habe ich... Ja, ich möchte jetzt gerne da rein wieder. Das hier dabei. Auf Alarm brauchst du nicht achten, der Strom ist aus. Das sind die Notlampen. Ja. Der Strom ist immer noch weg. Oh, ich mach nie wieder irgendwas kaputt in dem Haus, Alter. Ist ja mal eine richtige Zeitverschwendung jetzt. Also gut. Jetzt brauchen wir einen Ort für die. Ach, wurde gespeichert als Hinweis. Eine Menge okay. Ganoven kämen zu dem Meeting. Verpiss dich. Sicher ein Konferenzraum. Kai, hier lang. Kommt es dir auch so vor, als wäre es ein bisschen zu ruhig? Solange keiner auf mich schießt, ist mir das recht. Konferenzraum. Da
Scheiße, sorry, Handy ist noch an. Ich schätze, das ist dein erster Einbruch, oder? Ha. La la la. Ich höre irgendwas. Laut Kangs E-Mail, ja. Müsste klappen. Wanze platzieren erstmal. Okay, Wanze platziert. Los jetzt. Oh oh. Scheiße. Komm schon. Das riecht jetzt wieder an. Habt ihr gerne Arme eingeschaltet? Das ist jetzt natürlich nicht so vorteilhaft. Ich dachte, es ginge um Mitternacht los. Gab eine Planänderung. Hier entlang, Gentlemen. Macht es euch gemütlich. Ich dachte, Kang würde auch kommen. Kang kommt nicht. Seine Frau ist krank. Krank? Die ist erst 25. Was hat sie denn? Schnupfen? Kang wird nicht dabei sein, weil er tot ist. Genau deshalb haben wir das Treffen vorgezogen. Ich dachte eigentlich, du würdest ihn beschützen. Unser Schutzangebot ist nun mal breit gefächert. Wer war das? Du? Ich bin weg. Gentlemen, hinsetzen. Klappe halten. Lass den Mann reden. Wisst ihr, es könnte doch alles so einfach sein. In Miami haben wir zwischen Wichsern wie euch vermittelt und... Streitigkeiten wurden so beigelegt. Durch Reden. Wir wollen weder euer Gebiet noch eure Waren. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Es ging in Miami. Und es wäre schön, wenn die Hohen Herren auch hier endlich sowas wie Geschäftssinn entwickeln könnten. Sehr gut. In Kürze kommt eine Limousine mit einigen der entzückendsten Teilzeit-Kosmologie-Studentinnen von ganz Hollywood. Bitte, die Party kann beginnen. Viel Vergnügen. Liegt dir was auf dem Herzen? Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Und ich muss mit ein paar Leuten reden. Ich bin nachher wieder da. Deine Kohle ist bei mir in besten Händen. Keine Sorge. Das war erotisch mit ihr in einem Schrank. Der Kerl ist hier? Kai. Durch das Fenster kriegen wir ihn vielleicht. Vergiss Stoddard. Ich habe eine Idee. Was? Gib mir dein Handy. Okay. Ist da was Wichtiges drauf? Nur mein Candy-Spiel. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst Dawes schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Ja. Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Halt, was? Ich muss mit Sergeant Stoddard sprechen, bevor er geht. Und wir können auch nicht zu zweit hier durchs Haus schleichen. Ach. Los, hilf mir mal. Ich hätte niemals vertrauen dürfen. Ist was Persönliches. Persönlich? Wegen denen war ich 3 Jahre im Knast. Wegen dir. Ist auch persönlich. Tut mir wirklich leid. Als ich im Knast war, starb meine Mom, Kai. Nick, das... Weißt du was? Vergiss es. Du bist mir scheißegal. Ja, Fotze. So, okay. Zum Poolhaus gelangen. Das kann ja was werden. Neue Maschinenpistolen freigeschaltet. Keine Bewegung! Oh, Scheiße! Okay, einen haben wir. Mal wieder auf sauberster Art und Weise verhaftet. Sie sollten mich eigentlich nicht erwischt haben. Eigentlich nicht. Denn ich habe sie sauber ausgeschaltet, bevor sie Alarm machen konnten. So. Oh, ein Handy. Telefon. Will denn da keiner rangehen, sag mal? Also. Hä?
die ganzen Gangster einfach abknallen hier, die ganzen Mafia-Bosse und so. So machen das die Bosse wie ich. Okay, dann haben wir auch. Ich bin erstaunt, wie viel ein Schalt einfach noch bringt. Wir haben die echt alle sauber, locker, flockig hier ausgeschalten gerade. Das ist schön, dass es mal wieder so flüssig lief, ne? Ist auch ein bisschen her. Das ist mal wieder... Ich glaube, der hat einen Haftbefehl. Nee. Einfach ausgeschalten. Ganz ruhig. Bisher hat mich immer noch keiner entdeckt, obwohl ich hier alles zu vernichten nebenbei, by the way. Das ist so cool. So. Das ist so schön, ne? Ich glaube, irgendwo hier müsste was sein. Wahrscheinlich dahinter irgendwie im Garten oder so. Irgendwie sowas. Hallo? Oder über mir? Wahrscheinlich über mir, ne? Ah. Egal. Ja und ab. Oder wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade hin muss übrigens. Ich habe einfach nur alles auseinandergenommen. Hallo. Au, ich brenne. Au, fuck. Mir geht's gut. Was ist jetzt los hier mit dem Sound? Ah, jetzt geht's wieder. Okay, die sind noch nicht alarmiert. Ah, jetzt haben sie mich erwischt. Okay, jetzt haben sie mich leider erwischt. Ein bisschen blöde. Aber nur ein bisschen, ne? So, der andere ist da oben am Rumpimmeln. Meine Muni wird knapp mit dem Gewehr. By the way. Ah, oh, jetzt komm her. Der blöde Alarm nervt. Der Alarm nervt echt so ein bisschen. Hey, der hat eine Waffe! Natürlich habe ich eine Waffe. Wo ist der? Und sind noch drei. Einfach alles ausschalten. Okay, das war doof. Scheiße. Shit. 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 Shitstorm. Kacke. In deinen Arsch. So. Ach, jetzt sind wir wieder hier. So, den haben wir. Wurde er auf mich geschossen oder was sollte das gerade? Ah ne, da macht jemand wohl Schießtraining oder so. Ach komm schon. Warum ist er denn im Busch? Warum sind da zwei, drei Leute stehen, die miteinander reden? Wieso ist der eine denn in dem Busch? Ah, oh, als ob. Ne, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, verstecke ich mich auch immer im Busch. Ne? Mann, ich muss auch hören, so scheiße konzentriert zu sein dabei. Penisse, Alter. Ich habe auch irgendwo so einen Homo. So. Wieder Alarm. Ausgelöst, weil ich ein Noob bin. So.
Nein, rüb mich. Stirb. Natürlich. Wie die NPCs genau das gemacht haben, was ich nicht gedacht habe. Genau das Gegenteil. Ich dachte, er kommt um die Ecke da. Dann, aber nein, er macht genau das Gegenteil. Oh, ich habe gerade Pech. Ich habe gerade echt Pech. Muss ich sagen. Gerade läuft's nicht. Der Sound spackt hier an der Stelle immer sehr. Warum hast du denn jetzt geschossen? Ey, das ist so eine Kacke. Mit der Milch, ja! Wo bist du? Come on! Danke! Wo war der andere Fackel da? Okay, wir haben die meisten tot. Da kommen aber noch ein paar von oben, sehe ich gerade. Wahrscheinlich wegen dem Alarm, ne? Auf schwer schaffe ich das nicht, wenn der Alarm ausgelöst wird. Auf schwer geht das leider gar nicht. Also, da kommen so viele. Ne. Aber diese drei da, die sind irgendwie echt das Problem gerade. So. So, nur lasse ich den einfach mal leben. Wir gehen mal da lang. So, hier war die Schießanlage. Ist da jemand? Da sind ein paar, ja. Ich soll hier was scannen. Da, das sollte ich scannen. Genau. Und wo ist der nächste? Nein, nicht fuck. Als ob der mich einfach dann eben one-hitted. Es lief die ganze Zeit so verdammt gut in diesem Spiel. Und jetzt sowas. Oh, das macht mich gerade traurig, die Folge. Die Folge macht mich wieder depressiv hier, ja? Mein Gott. Okay, das war einfach nur, weil ich jetzt böse war. Gut. Nochmal. Das war, weil ich jetzt einfach genervt war. So. Eine Nervaktion. So, den haben wir. Würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal den da wieder besuchen. An der Schießanlage mit seinen Kopfhörern. Muss ich den echt verhaften oder so? Nee. Bam. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir machen da Sport oder so? Ah, hab ich erwischt, ne? Moment mal. Einmal kurz hier rauf. Schon mal weg, böses Glas. Genau, ich wollte den einmal ausschalten, wenn wir schon mal dabei sind. Oh, ich hätte so Bock jetzt zu grillen, ne? War da jemand? Oh, da unten ist jemand. Okay. Muss ich den verhaften?
Aufpasser. Bam, 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 bam. Bleib, wer du bist! Okay, okay. Hey! Hey! Das war ich nicht. Natürlich. Natürlich. So. Ich wollte ihn eigentlich verhaften, aber daraus wurde ja nichts, weil der Typ an der Beinmaschine. Das ist ein Scheiß. Ein Scheiß hat den das interessiert, dass ich hier war. Das war dem einfach egal, weißt du? So, ich habe sehr viele umgebracht, werde ich dabei gerade beschossen, während ich hier einbreche. Alter! Hat gerade ernsthaft mein Typ die Tür geöffnet. Einfach so. Und Alter. Das war mal wieder lustig. Ja, ja. Was? Als ob ich jetzt alles nochmal machen muss. Als ob, Digga. Ey, komm schon. Er will, dass ich alles nochmal mache. Er will, dass ich alles nochmal mache. Achtung, ich wiederhole es. Na, machen wir einfach mal so. Ach, wie ich alles nochmal machen muss, das ist echt lächerlich. So, den haben wir. Ich hab da was gesehen. Ha. So, ich scheiß mal auf den anderen Typen da unten jetzt und geh weiter. Ah, nicht wieder sterben. Hauptsache nicht wieder verrecken hier. Und öffnen, und öffnen. Heilige, guten Tag. Zum Poolhaus gelangen, das haben wir ja geschafft. Was sollen wir hier? Ich denke mal, ich muss hier irgendwas oben machen. Ist so am naheliegendsten. Alter. Handy platzieren. Oh, Geld. Ich mag Geld. So, jetzt sieht man das Handy nicht mehr. Vor all dem Geld. Du hast keinen blassen Schimmer, wer ich bin, denn sonst würdest du mich ganz sicher nicht bestehlen. Vielleicht bin ich nicht so ein Schisser. Nun, du siehst mexikanisch aus, also bist du definitiv ein Einbrecher, aber vermutlich kein gewöhnlicher Einbrecher. Viele Häuser hier sind ziemlich leicht zu knacken, aber du wolltest in meins. Warum bloß, frag ich mich. Hey, Herausforderungen finde ich gut. Na dann, kriegst du eine. Haben Knopf gedrückt, der dir ein Dutzend schwer bewaffnete Psychopathen auf Koks auf den Hals hetzt. Hast du Angst? Das glaube ich nicht. In der Regel ist er ganz mutig. Oh, wie überaus clever. Ein Zweimann-Team. So in etwa? Kompliment. Wirklich. Nehmt so viel gottverdammtes Geld, wie ihr nur tragen könnt. Und gebt es schnell aus. Kauft Gold, kauft ein Segelboot, denn ich werde euch bis in die Hölle folgen. Halt's Maul! Hallo. Wollt mal nach dem Rechten sehen? Mach den Alarm aus.
Das funktioniert nicht. Du hast die bösen Jungs am Hals. Oh, what the fuck? Da war Wasser drin? Hast du? Hey! Fuck, hab ich. Scheiße. Los, weiter! So, den haben wir. Böse Jungs, ne? Aua. Oh ja, die sind sehr böse. Gut. Merken wir uns, dass sie böse sind und versuchen das einfach nochmal. Ich war gerade ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation, dass sie auf einmal mitten da stand zwischen all den Gegnern. Hat mich ein bisschen gerade verwundert. So. Ist das jetzt deren Ernst, dass man da spawnt und direkt stirbt? Wenn es deren Ernst ist, dann bin ich ziemlich enttäuscht. So, erstmal nachladen, ne? Ach, ich schaff das nicht auf schwer. Warum muss ich denn auch schwer wählen? Warum? Warum bin ich so? Warum habe ich gedacht, ne, spielst du auf den schwersten Schwierigkeitsgrad? Ja, und ich fall um wie Butter. Super. Ich bin auch ein Held. Überleben. Überleben ist so ein Ding, das würde ich gerne. Okay. Ah, ich lebe noch. Oh, es kommt da noch mehr, oder was? Oder was ist da los? My woman. Naja, er spart uns immerhin den ganzen Papierkram. Hast du Stoddard erwischt? Hab's nicht versucht. Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Danke übrigens. Lass uns abhauen. Was haben Dawes und Stoddard dir angetan? Ich sag mal so. Ich war nicht immer so wie jetzt, weißt du. Ich war mal loyal zu meinen Partnern. Okay. Dass du Bescheid weißt. Es geht nicht darum, Dawes zu töten. Mir jedenfalls nicht. Na gut. Worum geht's dann? Für dich. Ich will ihn zerstören. Das tut er anderen an. Er zerstört Menschen. Und Stoddard? Stoddard kann einfach nur sterben. Du wirst deine Chance sicher noch bekommen. Nach heute Nacht wird Stoddard hinter uns her sein. Hollywood, das war die Episode. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wenn ja, schreibt es doch in die Kommentare. Da. Nein, aber bis dann und auf Wiedersehen. Nächstes Mal bei Hardline. Ich habe relativ gute Neuigkeiten. Außerdem geht mir die Wüste auf die Nässe. Hier hat sich einiges geändert. Einiges.